So, hallo, herzlich willkommen zurück. Wir haben heute eine wirklich, wirklich schwere Quest. Nein, ich habe eine Weekly. Wir müssen, ich glaube, neunmal Shoreline surviven. Ja, und genau das werden wir jetzt so ein bisschen tun. Neunmal Shoreline ist, denke ich, drin. Wir werden gucken, dass wir hier einfach ein paar Sachen mitnehmen oder so. Gab es hier nicht so eine Kiste noch? Ah, dort. Deswegen habe ich nur diese kleine Pistole hier mit. Ich mir denke, ich könnte immer per After Shoreline rausgehen, also. Warum nicht? Gucken wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Ich kenne das Dorf tatsächlich auch gar nicht so genau. Gucken einfach, dass wir eventuell ein bisschen Loot mitnehmen. Beziehungsweise, wenn nicht auch nicht, aber einfach auf die ausreichenden Erfahrungspunkte kommen, um hier rauszugehen, ohne dass es ein Run-Through wird. Oder halt 10 Minuten einzuhalten, das ist mir ja Wurst. Komisch, aber die 30.000 XP würde ich halt gerne mitnehmen. Die sind halt schon relativ nützlich. Es wird jetzt eine Quest sein, weil die wir die nächsten 1, 2 Tage wahrscheinlich machen müssen. Je nachdem, wie weit wir heute kommen. Aber jetzt beginnt nämlich auch mein Urlaub. Also, so richtig Urlaub in dem Sinne ist nee, ich mache die Eingewöhnung vom Zwerg. Mal gucken, wie es läuft mit der Kleinen. Hier noch hin. Nicht. Nicht so wichtig. Ich überlege gerade. Gut. Ich glaube 5 Minuten oder so haben wir. Ja. Knapp 5 Minuten haben wir. Dann machen wir nochmal 5 und dann haben wir das schon. Wir könnten tatsächlich auch nochmal dort hochgehen. Gucken, ob wir die 2 Scavs killen können, die da meistens rumhampeln. Haben Sie was dabei? Ja. Okay. Noch ein Helm bitte? Oh nein. Gut, so. Zwei Feigen, ich sag mal, 2 relativ gute Helme tatsächlich. Ist auch schon wieder witzig, dass man in sowas gleich wieder richtig gute Helme findet. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas liegen kann. Genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier diese Kiste ist. Gut. Gab es hier auf dem Friedhof noch irgendwo was?
Was ist hier drin? Nö. Guck mal hier noch. Nix. Und wahrscheinlich gut. Wir haben, na gut, 6 Minuten haben wir rum. Zack, hier schnell geguckt. Sieht schlecht aus mit Scaffs. Ja, wahrscheinlich nur Päfte schon ein, was hier in der Nähe ist. Päfte Lighthouse. So lange ist es nicht mehr, deswegen werden wir ein bisschen rumhüpfen, rumsprinten. Wir noch ein bisschen was für die Skills tun. Sicher das Weite suchen. Oh. Oh, war klar, dass das weh tut. Zack, nochmal dran, tackern hier alles. Und dann haben wir noch knapp eine Minute. Dann hüpfen wir noch ein bisschen. Für 40 Sekunden, das machen wir. Aber so eine Weekly will halt auch gemacht werden, ne? Gucken schon mal, wo wir am Ausgang sind. Wahrscheinlich hier unten, wie auf Lighthouse auch. Aber ist ja doch ein ganz schönes Stück. So, gut, das sind wir gleich. So, sollte reichen. Dann gehen wir hier in Master Extract rein und machen gleich mit der nächsten Runde weiter.
Guck mal, vielleicht habe ich noch was anderes außer die Glock. Sehr ist klar wieder. So, da sind wir direkt bei Nummer 2. Haben wir immerhin schon. Wir haben 7 Tage Zeit, wenn ich jetzt jedes Mal 2 Shoreline Runs mache mit dem Survival. Sind wir auch relativ fix durch. Ich weiß gar nicht, können Bloodhounds hier eigentlich noch spawnen? Ich hab keine Ahnung. Eigentlich habe ich bloß irgendwas vor. Um das oben zu gucken, ob eventuell noch eine Vase drin ist. So eine Vase wäre krank. Gut. Keine Vase, also schnell weg hier, bevor der andere auftaucht. So hört sich zumindest an. Gucken wir mal von hier oben ein bisschen runter. Halt die große Frage, gehen wir fürs Wasserwerk rüber oder wir gehen mal Richtung Wasserwerk und gucken, ob wir dort irgendwas hinkriegen. Wir haben ein Magazin BP auf jeden Fall. Sind wir da unten? Schau da. Ist aber auch beschissenes Wetter, muss man wieder zugeben. Ja, da musste ich mal ganz kurz wieder Nieser loswerden. So, ich hoffe, es geht wieder. Hier ist irgendwo Action, aber ich weiß noch nicht wo. Das Problem ist, gehen wir ran gucken, wird es uns wahrscheinlich wieder das Leben kosten. Gehe ich fest davon aus zumindest. Ist jetzt wieder da oben. Irgendwo links hinaus. Okay, das ist hier oben.
Machen wir trotzdem ganz langsam ein bisschen. A little bit nervous about this position here. Nee, keine Ahnung, ist für mich schwer einordnenbar, wo jetzt hier gerade was los ist oder nicht. Es ist doch hier irgendwo. Die Richtung. Richtig schwer zu sagen, wo das war, ne? Drüben. Das ist auf jeden Fall Scaff Island, hätte ich gesagt. Okay, da schießt sich ja die Scheiße aus dem Leib. Klar.
das Sanita gewesen sein und seine Minions? Nee. Okay, also da war noch entweder ein Dritter oder noch einer hinter mir. Da waren gerade alle Spieler zusammen. Warte mal, ich muss ja. Ich habe keinen Kill gemacht, aber ich habe auf jeden Fall getroffen. 3 Hits und das war alles BP, ne? Schade. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.